Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part des Risen 2 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ja, passt alles sehr schön. Gut, hatte nämlich gerade ein paar Rechnerprobleme und dann wollte ich kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. So, es geht weiter, nachdem wir im letzten Part dem guten Largo aus seiner Haft geholfen haben. Er ist entflohen dank unserer Hilfe. Haben wir ihm dann noch die Kleidung verkauft und haben in diesem Part eigentlich alles erledigt, im letzten Part alles erledigt, was wichtig war, oder? Genau, hier unten war jetzt noch Action irgendwie, da müssen wir tatsächlich durch den Dschungel. Was mir irgendwie nicht so gefällt. Aber erstmal, bevor wir hier bei Nacht weitergehen, möchte ich schlafen gehen. Ja, den Schatz von O'Brien wollte ich auch noch holen. Da müssen wir mal gucken, was jetzt so läuft. Pennen die jetzt alle hier oder was? Ist was. Moin. Sich im Ernst, oder? Die pennen jetzt alle hier? Schlafen. Schlafen. Ich brauche Schlaf. Die Wachen geben mir nichts mehr zu essen. Azad. Okay. Warum lassen sie dich hungern? Ich habe versucht zu fliehen. Das ist meine Strafe. Ja, ist ja wohl klar. Hier, hast du was zu essen? Ich habe deine Brüder im Dschungel getroffen. Und du lebst noch? Das heißt, sie sind tot. So ist das. Es gab keinen anderen Weg mehr für sie. Sie waren in den Gräbern. Sie mussten versuchen, dich zu töten. Sonst wäre der Zorn der Ahnen über sie gekommen. Die Gräber? Erzähl mir mehr über die Gräber. Unser Volk lebt schon lange nicht mehr hier. Aber es gibt Gräber der Ahnen auf dieser Insel. Bauwerke aus Stein. Voller Schätze. Sehr alt. Die Ahnen, die dort liegen, sind sehr mächtig. Warum haben wir den nie gefunden, den Typen? Was ist der Zorn der Ahnen? Wenn die Gräber der Ahnen aufgrund ehrbarer Absichten geschändet werden, so kann es sein, dass die Ahnen sich mit einem Blutopfer zufrieden geben. Geschieht es aber aus Gier, dann erheben sich die Ahnen aus ihren Gräbern und bereiten dem Eindringling ein blutiges Ende. Hüte dich vor dem Zorn der Ahnen. Okay. Scheiße, wir können uns da nicht reinlegen. Warum haben wir den so nie gefunden? Blöd. Jetzt können wir hier auch nirgends pennen, ne? Das ist doch scheiße. Bescheiden natürlich. Können wir hier echt nirgends pennen? Komme ich hier nochmal rein irgendwie? Hat der Lago hier irgendwas liegen lassen? Das kann man nicht aufheben. Der hat nicht mal irgendwas zum... Na, wow. Der hat hier nicht mal irgendwas zum Pennen gehabt. Ach, Mann. Nee, Sachen zeigen nicht. Ah, vielleicht kann ich bei Vasco pennen. Vielleicht kann ich den irgendwie wecken und dann in seinem Bett kriechen. So, Spielstand wurde erstellt. Oder ich kann hier irgendwo pennen, bei der Zuckerplantage, wo die ganzen Arbeiter waren. Müssen wir mal gucken. Weil in diesem Part müssen wir ein bisschen was schaffen. Wir haben wieder ein bisschen Weg vor uns, aber ich will irgendwas schaffen in dem Part. So. Können wir hier eigentlich irgendwas mitgehen lassen? Ich glaube nicht, irgendwie Zuckerrohr oder so, ne? Ach, Garganüsse sind hier in den Zuckerrohrdingern. Haben wir auch noch nie benutzt als Zweitwaffe, ne? Als Secondary. Wir sollten das mal machen, um Leute zu betäuben, tatsächlich. Soll ich schön gegen den Kopf werfen. Ihr schiebt euch immer noch einen in die Tube. Mehr ist nicht zu holen. Sehr schön. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Okay. Tolle Ausrüstung hast du da. Nö. Da wollte ich mal gucken. Zeig mir deine Waffen. Er hat uns gesagt, wir sollten nicht ohne Musket, also Flinte, sollten wir nicht in den Dschungel. Die kostet 750 Gold. Schrot, 1 Gold. Das wären 50 Gold? Ja, go. Die kaufen wir. Kaufen wir die Flinte oder kaufen wir nicht die Flinte?
Bombe. Jetzt die Frage, schaffe ich den Jaguar ohne Flinte oder schaffe ich den nur mit Flinte? Raus hier! Mach jo, das ja, nicht nochmal! Alles gut, Kollegen. Alles gut. Raus hier! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Mist, da ist eine verschlossene Kiste und wir können ja jetzt Kisten öffnen. Von hinten kommen wir hier nicht rein, ne? Der sieht uns. Das finde ich nicht gut, dass der uns sieht. Jetzt hat er uns nicht gesehen, ne? Oh Leute, es hört sich gut an. Es fühlt sich gut an. Zack. Trank der Ehrfurcht, Grog, Schrot. Okay. Wir haben Grog wieder. Wir müssen hier noch rausschleichen. Trank der Ehrfurcht. Was macht der Trank der Ehrfurcht? Wo ist der Trank? Da, Trank der Ehrfurcht. Einschüchtern plus 7. Das könnten wir vielleicht mal gut gebrauchen in irgendeinem Gespräch. So. Jetzt die Frage. Ja, ich glaube, ich kaufe mir die Flinte. Komm, fuck off. Zeig mir deine Waffen. Ich kaufe sie mir. Früher oder später brauchen wir die... Ach, der hat schon wieder neue Kugeln, guck mal. So, jetzt haben wir die Flinte. So, wie kann ich die jetzt ausrüsten? Kann ich die jetzt als zweite Waffe irgendwie ausrüsten? Charakter. Ne, warte mal. Charakter, Crew, Sammlung, Fähigkeiten, Talente. Inventar, Ausrüstung, linke Hand. Ist die Flinte... Ach, die Flinte ist hier... Standardgewehr quasi an sich. Okay. Und wollen wir es mal versuchen, ja, uns durch die Nacht hier durch den Dschungel zu schlagen. Ist das überhaupt der Dschungel hier? Ah, wir kommen dazu zumindest zu Vascos Turm. Okay. Schauen wir mal, was mit der Flinte so abgeht. Im Gegensatz zum Schwert, weil ich habe gehört ja, dass die Jaguare schwer sein sollen. Das haben sie jetzt nur alle gesagt. Die sollen ziemlich hart sein. Können wir mal eine Fackel irgendwie anmachen? Habe ich im Inventar eine Fackel? Ja, hatte ich glaube ich da gerade, ne? Ja. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Und wir müssen auf die Fallen vor allem aufpassen. Und ich habe mich gefühlt jetzt schon verlaufen. Da sind wir, von da sind wir gekommen. Da geht es zu Vascos Turm. Wir wollen natürlich so gut wie alles möglich ist mitnehmen, was hier rumliegt. Das heißt Kräutertante spielen und so weiter. Was ist das da? Das ist eine Garganuss wieder. Das wird... Scheiße, jetzt hab ich gegessen. Ich wollte 1 drücken eigentlich für die Waffe, aber... Okay. Hat eine gute Abklingzeit leider, ne? Okay. Also man muss da wohl, glaube ich, ganz gut ausweichen und so weiter. Ah, man kann die unterbrechen dann. Okay, 3 Schüsse. Ja, es geht ganz gut. Muss man jetzt mal sagen, es geht ganz gut. So, weiter geht's hier. Aber ich glaube für die Dinger, weil ich glaube hier sind noch keine Jaguare, für die Dinger können wir erstmal wieder Schwert benutzen und die Pistole. Guck mal, das hat getroffen, obwohl der sich voll bewegt hat. Ah, ich habe mich da schon öfter drüber echauffiert, ne? Ich weiß. Aber manchmal macht das einfach überhaupt keinen Sinn. Ah, Moment, ich verbrauche die gleichen Kugeln für Flinte und für Pistole. Wofür habe ich denn den Schrot da gekauft? Ist noch eine Schrotflinte oder was? Ich hab gedacht, der Schrot ist für die Flinte. So, da haben wir nochmal rohes Fleisch. Ich hätte auch mal braten können irgendwo an dem Feuer. Aber das wäre ja zu einfach. So, was hat der hier bewacht? Ein Proviant. Immerhin. Einen haben wir an ihm verbraucht und einen haben wir wiederbekommen. So, weiter geht's. Oh Gott. Und da sind sie. Da ist der Jaguar. So, und jetzt geht's nicht mehr ohne Flinte. Oh wei, oh wei. Jaguare sind hart. Oh Gott, wovon, wo kam... Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht, der kam von der Richtung, wo wir hingeguckt haben. Aber das war... Mann. So, jetzt haben wir ihn wenigstens mal hier getroffen. Ja, gut. Gut zurückgeschleudert. Komm wieder her. Also wir können deren Angriffe stoppen, wenn die auf uns zukommen. Aber wir müssen treffen. Tatsache ist, alles die gleiche Kugel. Puh, 105 Ruhm. Jaguar ist tot. Alter, hab ich mich erschrocken bei ihm einmal.
Okay, wir sollten doch mit Flinte rumlaufen. Das ist also doch die gleiche Munition. Wofür habe ich dann den Schrot gekauft? Scheiße. Da sind Äffchen. Alter, die sind ja mit zwei Schüssen sind die ja down. Das finde ich aber gut, der Kreis ist mega groß. Das finde ich nett gemacht tatsächlich. Muss man jetzt mal so sagen. Um die zu treffen, da ist der Kreis echt groß für. Also das kriegen wir gut hin. So, Kralle erhalten. Wir haben jetzt auch diesen Loot-Dings für die Tiere, die Knochensäge. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wo ist denn Vaskos Turm? Da müssen wir da unten weiter, aber erstmal hier oben gucken, was da geht. In der Nacht ist es natürlich noch um einiges interessanter, hier im Dschungel rumzulaufen und um einiges gefährlicher auch. Man sieht natürlich nicht so gut. Und hier haben wir eine Höhle. Oh, Höhle ist gut, das gibt gut Proviant. Aber ihr seht schon, so geht auch die Muni ganz schön schnell weg. Nur noch 59 Schuss, wir hatten 72. Also, was haben wir denn... Moment, ist das die Höhle, in der wir schon mal waren? Ja, das ist die Höhle, in der wir schon mal waren. Fuck. Ciao. Wo sind wir auf der Karte? Ne, hier kommen wir nicht zu... Kommen wir da doch zu Brians Dingens? Was mache ich dem Ding für Schaden, wenn ich das mit der Flinte anschießen würde? Gar nichts. Nee, Leute. Oh, das ist mir noch zu heiß. Gegen das Ding. Habe ich immer noch die Aggro? Ich habe immer noch die Aggro. Verzieht sich's wieder? Die kommt doch nicht aus der Höhle, oder? Nee, tut die nicht. Es könnte aber sein, dass es da zu dem Schatz von O'Brien gehen könnte. Es tut mir leid, Äffchen. Auch. Ja, das habe ich verdient. Aber Requesca Dempace, wenn wir schon mal dabei sind. So. Was haben wir denn hier alles? Altes Schwert, Pokal. Okay, hier scheint so... Ja, mal ein Typ gewesen zu sein. Können wir hier noch was aufsammeln? Irgendwie den Schädel oder die Knochen? Ist nicht so wie im ersten Teil. Okay. Alles habe ich natürlich auch nicht mehr im Kopf. Wie gesagt, 4 Jahre. Aber was haben wir denn da so Gutes gefunden? Altes Schwert. Okay, das ist nicht gut. Und Pokale waren das dann noch, ne? Ja, Sachen zum Verkaufen. So. Weiter geht's. Fackel ist ausgeleuchtet. Hat sich ausgeleuchtet mit der Fackel. Schade drum. Aber wir sind hier bei Vaskos Turm. Ich weiß, hätten wir uns auch rumteleportieren lassen können oder hinteleportieren lassen können, aber... So war es mir dann lieber. Ich glaube, wir könnten tatsächlich da oben zu O'Briens Schatz kommen. Ich glaube, ich will noch nicht durch den Dschungel. Kann ich hier drin erstmal pennen irgendwie? Ist oder pennt Vasco gerade? Ja, moin. 30. Steck gut. Ja nichts. Pass gut auf da. Ja, ja. Kann ich hier schlafen? Pass gut. Nee, darf ich nicht, ne? Ist für dich organisiert, wa? Na dann, Vasco, gute Nacht. Und wir gehen noch einmal durch den Berg da oben durch. Durch dieses Gebirge, durch den sicheren Weg zum Piratennest. Und schau mal, ob wir von hier aus... Weil wenn ich jetzt auf die Karte gucke, die zeigt genau hier hin. Und dann könnte man den Weg so nehmen und dann so. Und dann kommen wir da durch eine Höhle und dann da vielleicht raus. Das wär's doch. So... Oh Gott, Schädelblüte. Doch, hier waren wir doch schon mal, oder? Ich wollte schon mal meinen, hier haben wir doch das gefunden. Haben wir das letzte Mal wohl nicht die Schädelblüte mitgenommen. Wie neblig das auf der Insel hier ist. Bei Nacht. Krass. Ja gut, tropische Insel, ne? Nachts wird's kalt. Wo kommen wir hier hin? Das könnte die Höhle sein, Leute. Das könnte die Höhle sein. Das ist auch nicht die Höhle mit der Grabspinne. Das könnte der Weg sein. Das könnte der Weg sein. Der Weg zu O'Briens Schatz. Das ist doch
die Höhle mit der Grabspinne. Es gibt mehrere Höhlen mit Grabspinnen. Ich habe Angst. Könnten wir die mit Vasco umhauen? Oh Gott. Soll ich die mal versuchen, zu Vasco zu locken? Komm her, Kollege. Was ist los? Darfst du da nicht raus? Ist da eine unsichtbare Wand für dich? Moment, im Ernst? Wie daneben? Oh nein, da ist keine unsichtbare Wand für ihn. Da ist keine unsichtbare Wand für den Kollegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vasco? Wo geht's zu Vasco? Da. Vasco, ich brauch dich. Na komm, Kollege. Hey Vasco, ich hab ein Geschenk mit. Riesige auf die Spinne. Mit Vasco können wir die doch packen, komm. Zähl mir nichts. Aber es ist gut, wenn wir sie herauslocken. Ich glaube, so habe ich das damals beim ersten Mal auch gemacht. Ich weiß, ich habe jetzt zwar auf die Glocke bekommen, aber ey. Machst du nix. Wie daneben? Ich habe doch voll drauf geschossen. Ey, Vasco? Ey, heil mich mal eben. Ich brauche deine Hilfe. Bam. Ich schieße das Ding auf jeden Fall nur an. Und wenn ich dann wieder 50 Kugeln kaufen muss. Ist da wer? Ja, ich brauche deine Hilfe. Ich habe was mitgebracht. Oh, er kommt. Er kommt zur Hilfe, der gute Vasco. Oh, er ist so ein netter Mensch. Ja, er dreht sich auch um auf Vasco, das finde ich gut. Zack. Oh, geht's jetzt auf mich? Ja. Vasco greift ja nicht mehr an, der Lutscher. Oh, wie wir dem Ding hier Schaden machen. Oh, daneben. Ey, Vasco, mach mal Schaden irgendwie, dass die Akku auf dich ist. Ich bin Fernkämpfer. Sehr gut. Ja, die kriegen wir noch down, Vasco. Die kriegen wir down, Kollege. Wir haben richtig gute Bros hier. Wir machen das gut. Jawoll, Vasco. Aber ich will Vasco jetzt nicht verdächtig anschießen. Gott, so viel Leben hat Vasco auch nicht mehr, ne? Ja, die kommt ja gar nicht zum Zuge, wenn wir hier zu zweit kämpfen. Ich will den entscheidenden Schuss haben. Ich will sie killen. Nein, daneben. Oh nein, Vasco ist K.O. Nein, daneben. Vasco, komm zu dir. Bam. Oh, 210. Einmal Goldkopf erhalten. What? Unverkäuflich. Okay, Vasco ist K.O. Kann ich? Oh. Sorry, Vasco, aber... Alter, okay. Goldkopf. Goldkopf ist interessant. Alter, was wir gerade an dem Ding verschossen haben, ne? Sind das... Das kommt auf da draußen. Habt ihr das gerade gesehen? Hier, guckt euch mal das ekelhafte Vieh an. Aber Goldkopf unverkäuflich? Das hört sich an wie so ein Quest-Item. Sind das die Ahnen? Sind die Grabspinnen die Ahnen? Hm. Könnten das die Ahnen oder die, ja, die quasi. Ich würde es nicht sagen Personifizierung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Erscheinungsbild der Ahnen. Weil ein Goldkopf. Was können wir mit dem Goldkopf denn machen? Steht da irgendwas? Ne, ist nur Goldkopf und dann... Also müssen wir die wahrscheinlich früher oder später auseinanderpflücken. Mit der Flinte ging das ganz gut. Muss man einfach mal so sagen. Das kostet zwar ein bisschen, weil die Schüsse sind schnell... weg. Ich hoffe, ihr spawnt jetzt keine neue. Nein. Das ist gut. Gegenstand einsetzen. Das wird der Goldkopf sein, wa? Tatsache. Oh Gott, ob das so clever ist? Ich glaube, wir sollten noch gar nicht hier sein, Leute. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Das sieht ja aus wie die Ruinen von Risen 1. Oh, lol. Krieger. Hä? Sind das... Das ist doch... Das ist doch ein Typi. Hier, sag mal schnell. Ja, hier ein Einwanderer. Einwanderer, lol. Nicht Einwanderer, ein Einheimischer. Jetzt häng ich an der Ratte fest, ey. Der haut ganz schön rein. Okay.
Das ist mal interessant, aber der hat uns ganz schön fertig gemacht. Ich glaube noch nicht, wir sollten da sein. Ich weiß, wir haben die Spinne geschafft, aber wir sollten hier noch nicht sein. Aber das Ding nehmen wir natürlich eines Tages unter die Lupe. Das waren die Beschützer dieser Tempel und da ist ein Krieger drin. Aber kommen wir denn jetzt noch weiter? Ja doch, wir kommen glaube ich zu O'Briens Schatz. Leute, vielleicht schaffen wir es noch in dem... Oh, ich habe jetzt eine Spitzhacke, ne? Ja, die Animation sieht cooler aus als im ersten Teil. Oder? Ja doch, finde ich schon. 5 Goldbrocken, okay. So, wo sind wir jetzt auf der Karte? Ich möchte mal hier O'Briens Dingens. Will ich das mal hier. So, wir müssen jetzt irgendwie scharf links und dann noch irgendwo durch. Ah, okay. Kann das sein, dass wir... Okay, ich bin tot. Ich glaube, wir müssten da durch diesen Megatempel, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen hier runter und dann da unten durch den Megatempel. Na, jetzt muss ich das Gold nochmal schürfen. Puh, Freunde, wir haben einiges erledigt. Aber es ist mal eine interessante Entdeckung. Wieder die alten Tempelruinen, wie im ersten Teil. Das ist ja echt der Hammer, ne? Finde ich schön. Es ist irgendwie nostalgisch. Ich finde es schön, wenn sich eine Spielereihe treu bleibt vom Design her und so weiter. So, kommen wir hier runter? Oder ist das hier schon zu hoch? Ich glaube, selbst hier ist es noch zu hoch, oder? Außer wir machen das irgendwie clever hier. Oh Gott. Das wird doch niemals, das wird doch niemals was. Oh, da liegt auch ein Toter. Scheiße, da liegt eine Leiche. Au! Ah, Beine gebrochen. Da liegt eine Leiche. Passt mal auf, Freunde. Ich würde sagen, das werden wir im nächsten Part erkunden, oder? Seid ihr dabei? Werden wir das alles im nächsten Part erkunden? Ich hoffe doch, ihr seid dabei. Und jetzt sag nicht, ich habe hier gespeichert in einem völligen Dead End. Komme ich hier nicht mal hoch? Doch, ich komme hier noch hoch. Sehr gut, daran haben die Entwickler anscheinend gedacht, an Leute wie mich. Finde ich gut. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir hören uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier weiter erkunden und versuchen, O'Briens Schatz zu heben. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dahin, haut rein und ciao.